Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Wir haben in der letzten Folge hier den Anschluss gemacht. Wir haben den Bahnhof hier oben vergrößert um ein Vielfaches. Haben ein zweites Labor aufgebaut, damit wir noch besser oder beziehungsweise besser produktiver einfach sind. Und jetzt werden wir hier nochmal umbauen, damit wir hier Passagiere auch annehmen können, damit die hier happy sind für ihre, für die Stadt. Leute, wir müssen hier nochmal ein bisschen abreißen. Bis hierhin müsste alles mal weg. Aus einem ganz simplen Grund, wir müssen hier eine Kreuzung einbauen. Und das ist wichtig. So, jetzt machen wir bis hier die Kreuzung. Und alles fängt natürlich immer an mit einer kleinen Sache. So. Und dann... Das ist relativ simpel. Die einen teilen sich so auf und gehen zu ihrem Teil. Jetzt habe ich natürlich alles so kaputt gemacht, dass es nicht mehr geht. So. So. Nein, nein, lass los. Na, das schaut jetzt auch kacke aus, wenn es hier so verschoben ist. Da muss ich ein bisschen... Und dann kriegst du natürlich auch dasselbe Prinzip. Chip, 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 was ist los? So, und wenn wir dann hier noch ein bisschen... Also ich fand das eine gute Stelle, aber ich fand das ein bisschen zu offen. So, jetzt schaut das... Schaut es unbedingt ein bisschen reiner aus, finde ich. So. Und natürlich werden jetzt dann hier dementsprechend noch die Gleise zugewiesen. Das ist ja wohl verständlich. So. Da lässt sich nichts platzieren. Okay. Dann hören wir auf zu pausieren. Schauen wir wieder, wie unser Holzzug damit zurechtkommt, weil der müsste ja auch gleich unterwegs sein, oder? Ja, da kommt er schon. Der brettert hier runter. Und... Weiß, wie es abgeht. Perfekt. Gut. Dann bauen wir noch schnell einen Zug für den Menschen. Oh nee, schon wieder ein Stau. In eure blöden Staus immer. Ah! Teilweise ist es schon ein bisschen frustrierend. So, kaufen. Wir nehmen jetzt wieder einen Lightning. Und machen da einen großen Passagierwagen. Warte mal, ich konnte doch hier klonen. Das war nicht so, oder? Duplizieren. Duplizieren. Das geht nicht um einiges einfach. 150 Meter lang. Vielleicht ein bisschen lange. 136, das passt. Kaufen. Und der kriegt jetzt auch eine individuelle Route wieder. Du startest hier. Ruhe, geh weg. Oh nee, das war nicht der Plan. Das wollte ich nicht. So, warte mal. Ich muss mich wieder kurz orientieren. So. Du fährst nicht jetzt die ganze Sache ab. Hier ein Transfer. Dann machst du hier einen Transfer. Halt hinzufügen. Hier einen Transfer. Halt hinzufügen. Hier einen Transfer. Gut. Let's go. Hier ist also, das ist, vielleicht müssen wir das auch größer machen. Ich weiß es nicht. Es ist complicated. Ich könnte rein theoretisch auch sagen, okay, ich tue es hier einhängen und tue es dann hier oben hinlaufen lassen. Und dann halt so vergrößern, ja. Aber das ist ja auch nicht die Idee dahinter eigentlich. Das war ja eigentlich die Plan, ein kompaktes, gutes System zu machen. Bloß es hängt sich immer irgendwie auf. Und das ist halt nervig.
Ja, das ist doch mir wurscht. Das ist die Frage, wo bleibt denn der neue Passagierzug? Ist es der neue? Ich weiß es nicht. Es schaut auch nach dem neuen aus. Ja, das ist er. Das muss er sein. Jetzt hat der sich wieder verhakt, war doch klar. Warum? Das erste Mal, dass ein Passagierzug nach da hinten fährt. Wupp, wupp. Ich habe das Gefühl, die Stadt ist schon gewachsen. Ja, die wächst auch schon. Nice. Wir tun noch mal ein bisschen investieren in die Stadt. Die freuen sich wahrscheinlich. Passagierabdeckung ist nicht schlecht. Wir investieren noch mal ein bisschen in Straßen. Bauen hier ein kleines Straßensystem hin. Also sowas ist ja unverantwortlich. Jetzt haben sie ausgebaut, ohne mich zu fragen. Was soll denn das jetzt? So. Schaut jetzt kacke aus. Dann bauen wir hier noch eine Kreuzung hin. Den wir nach da oben führt. Ich will dir einfach das Leid ersparen, dass sie Scheiße bauen. Weil sie werden es sicher bauen. Dann wird halt hier direkt mal ein bisschen so nachgeholfen. Dann schaut es noch beschissen aus. So, dann können die nicht da schön gemütlich bauen. Und der Stadtverkehr, der läuft auch. So, eigentlich gar nicht. Ich hab's gerochen, dass hier schon wieder irgendein Zug hängt. Ich darf wahrscheinlich einfach echt nicht diese Ampeln hier einbauen. Die sind des Todes. Warum steckt er denn jetzt hier? Oh no, ich hab's kaputt gemacht. Ah, warte mal, ich muss hier... So, warum ist das jetzt hier so im Arsch? Wir nehmen mal die kurz raus. Wahrscheinlich wäre es größer besser gewesen. Und ich habe natürlich wieder Miniatur bauen müssen und daher ging das nicht. So. Was ja rein theoretisch wichtig ist, dass du... Ich mache jetzt mal hier wirklich... Ich schaue, dass das ein abgeschlossenes Abteil ist. Einfach fertig. Schau, ob das was hilft. Hm, bis jetzt schaut es flüssig aus. Schauen wir, ob es weiterhin so bleibt. Ich bin gespannt. Aber bis jetzt ganz okay. Ist akzeptabel. Keinen Hänger bis jetzt gehabt. Dann waren die Spezialdinger das Problem, weil die immer eine Stufe weiter geguckt haben wahrscheinlich und dann sie irgendwie aufgehängt haben. Zug 2, wer ist Zug 2? Das bist du. Warum hast du kein Geld gemacht? Verfolgen. Was hat der? Warum macht er kein Geld? Flagger sind ja alles im Übermaß. Von daher, daran kann es ja nicht liegen. Alter, sogar alles voll jetzt.
Oh, das heißt natürlich, wir müssten eigentlich ausbauen. Obwohl, es geht immer noch gut. Wie geht's hier mit der Forschung voran? Oh, da sind wir auch bald durch. Und wir können dann Möbel herstellen. Wupp, wupp. Möbel-Ladies. Stau? Nee, bis jetzt noch nicht. Das ist gut. Der Personenverkehr, da ist... Oh, jetzt ist die... Warum ist die Wirtschaft schlecht? Nachfrage 2 von 2 ist doch alles... Ah, nee. Warum bauen die denn am Ende der Welt noch was zum Lagern? Aber die Stadt ist gewachsen bis jetzt, floriert. Die eine Anfrage ist super. Lebensdauer haben wir schon über 300.000 verdient in der Stadt. Das ist natürlich eine feine Sache. Eine feine Sache. Ich würde ihm gerne helfen, aber es geht nicht. Wir verhindern mal die Schließung. Bis wir hier erforscht haben, sollte das natürlich alles irgendwann mal laufen. Aber wir sehen schon unser Zugsystem und bis jetzt ganz, ich würde sagen, ganz okay. Oh, hier unten können wir auch wieder Holz und Brett abliefern. Dann könnte man hier noch so ein Gegenstück oder hier rausfahren, noch ein Gleise machen, hier hin. Dann fährt es hier außen rum und dahin. Hosch! Money, ich sehe Geld. Holzverarbeitung wurde erforscht. Geil. Neuforschung starten. Dafür brauchen wir was anderes noch. Alles, was Holz hat, kann jetzt hier gemacht werden. Zum Beispiel sowas hier. Größere Lagerhäuser. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Es sind zwar nur 11 Minuten, aber ja, ne? Was soll ich sagen? Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.